Versprochen. Ihr werdet mich schön oft sterben sehen. Ganz ehrlich. Das hier ist gar nicht so einfach. Außer man hat einen Flugpilz, dann wird das Ganze hier um einiges leichter. Gut, und wieder hier hoch. Wir wissen ja schon mal, wo die erste Sternmünze ist. Das heißt, bis dahin kann ich ja durchlaufen. Die Feuerblume nehme ich trotzdem noch mit. Wie diese blöden Piranha-Pflanzen. Einfach alle vernichten. Bevor sie mich vernichten. Wow. Wow. Okay, okay. Warten. Und lauf. Gut. So, Frage. Ist da was drin? Ja, außer einer Pflanze. Hm. Das wüsste ich ja schon ganz gerne. Raus. Nein! Warjumpen hilft hier meistens noch. Hm, der Block dreht sich genauso, dass ich da schlecht reinkomme. Das ist nicht so gut. Da könnte noch was drin sein. Ist hier noch was drin? Hm, nein. So, Hälfte geschafft. Okay, da geht's rein. Das sieht man. Ha! Ich hab recht. Ah, ich bin klein. Das ist nicht gut. Oh, mir wird schlecht. Boah. Alles wackelt. Ach, fester Boden unter den Füßen wäre toll. Pilz. Eine Sternmünze. Also Welt 7 und Welt 8 sind ziemlich schwer. Und ich will aber eigentlich keinen Drehpilz verbrauchen, weil die brauche ich hier ganz sicher noch. Oh, stimmt, wir hatten ja die Hälfte. Ich will trotzdem hier rein. Nein, warum? Ich weiß, dass es auch geht, ohne getroffen zu werden. Nein! Tot. Schöne Welt. Schön. Okay. Versuch, was weiß ich nicht was, wie viel. Kriege ich das mal hin, da durchzukommen? Nö, generell nicht. Ich hätte ganz gerne die Feuerblume noch gehabt. Kann ich das Ding einfach abballern? Na gut. Muss auch so gehen. So, hier ist wieder ein Pilz drin, den ich haben will. Und... Oh, wow. Was? Die Teile gehen bis ganz runter. Wow. War das knapp. Ach, komm. Oh. Das ist ganz schön komplex hier. So. Aber die ersten zwei haben wir schon mal. Wow. Okay. Gucken wir noch zurück. Ob hier noch irgendwas ist. Hm. Da ist noch eine rote Röhre. Geht's da rein? Nö. Ist hier noch irgendwas? Sieht nicht so aus. Da links dürfte es dann da gewesen sein, wo wir rein waren. So. Hey, ein Leben. Schön. Hier lang? Wow! Wow. Ach du heilige Scheiße. Ich will nicht drauf gehen. Geht's da rein? Okay, hier hätte ich echt gerne doch so einen Pilz. Das ist ja nicht zum Aushalten. Mhm, ein Pyramide aus Münzen? Egal, rein da. Nein, es geht nicht. Es... Walljump! 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 Na! Wie habe ich das geschafft? Aha. Das sind definitiv nicht meine Lieblingslevel. Okay, da oben. Okay. Ich muss also auf das lila Ding. Dass jetzt bitte nicht zu weit runter geht. Stech nach links oben. Okay. Okay. Okay.
Ich hab das. Ich hab das unter Kontrolle. Ich hab das. Bitte Levelende, bitte Levelende. Oh, puh. Levelende. Okay. Puh. Und das war erst das erste Level. Ja, das wird lustig. Okay. Wenigstens haben wir uns ein Pilzhaus verdient. Was ich doch gleich mal beanspruche. Bitte, ganz viele Drehpilze. Fliegenpilz. Fliegenhut, Teletubby-Anzug. Was auch immer. So. Ich vertraue auf mein nicht vorhandenes Glück und wähle Pinguinpilz. Eisblume. Ja. Nein. Nein. Okay. Was? Okay. Okay, ich hätte bei der rechten Seite echt abräumen können. Na gut. Oh, endlich was mit Füßen unter dem Boden. Boden unter den Füßen. Und ich brauche noch wieder Pilze. Habe ich die alle verschwendet? Wahrscheinlich eben gerade. Na gut. Kettenhunde! Mal was Neues. Kann man die abballern? Kettenhund? Kettenhund? Ich weiß, man kann sie befreien. Nämlich, indem man sie befreit. Und was ganz Tolles, nämlich Wasser. Wasser in der Luft, was man früher nur aus irgendwelchen Modifikationen für Super Mario World oder so bekommen, gefunden hat. Gekannt hat, was auch immer. Gibt's jetzt auch in echt, im normalen Spiel. Und das ist richtig cool mit der, naja, Physik, kann man nicht sagen, aber Moment mal, da war was. Hier zeigt's nach unten. Ist hier was? Nein. Da ist nichts. Sag ich jetzt einfach mal. Ja. Das hier ist richtig cool gemacht mit dem Wasser. Boah. Und Kettenhunde. Wow, wow. Ich muss da drauf. Komm mal her. Wuffi. Wow, gut, okay. Du willst da lang? Ah. Okay, und an die Sternmünze kommt man echt schwer ran. Also, Erklärung. Was müssen wir machen? Wir müssen den Kettenhund befreien. Außerdem in die richtige Richtung. Genau, so nämlich. Okay, hey, das ging besser als gedacht. Gut. So, jetzt haben wir die Hälfte. Da muss man irgendwie runterkommen, oder? Wie kommt man da bitte runter? Okay. Ich kann da nicht so viel Wolken wegmachen, wie ich gerne würde. Vielleicht den befreien, wenn er sich umdreht. So? Nein. Mysteriös. Wow. Komm, nach links. Gut, gut, gut. Ich entschuldige mich, wenn ich hier ab und an mal ein wenig still bin, aber das... Hier muss mich denn doch schon etwas mehr konzentrieren. Gerade in den Leveln. Und achtet mal auf die Bullet Bills. Oder auf die, in Deutsch, Kugelwillis. Wenn die ins Wasser eintreten, dann werden die langsamer. Kann immer noch gut draufspringen. Hey, und wird so extrem hoch befördert. Da unten ist schon mal was. Toll. Plattform, wo ich drauf stehen kann. Ah ja, gut, okay. Okay, und runter hier. Yay! Münze! Okay. So, und da ist doch bestimmt Power-Up drin, oder? Ja. So, und was ich noch sehe, da ist eine Röhre. In die wir natürlich reingehen. Ganz logisch. Okay. Und da oben ist hoffentlich die zweite Sternmünze. Ja. Die zweite Sternmünze, super. Okay, ich soll da nach rechts oben. Oh! Ja! Ist hier noch irgendwas? Haha!
Nein! Pilz! Ach, schade. Da oben? Ganz oben noch? Nö, ich glaube, das war nur der Pilz, der mit dem Pfeil bedacht war. Okay, jetzt haben wir... Also jetzt fühle ich mich etwas sicherer. Und nur etwas. So, jetzt schaue ich nochmal kurz zurück, ob ich nicht was vergessen habe. Ja, ich habe, glaube ich, was vergessen. Okay, so, jetzt haben wir schon mal alle drei Münzen. Und jetzt noch ins Ziel. Und mit dem Fliegenpilz ist das hier alles viel, viel schöner. Ich meine, das Level ist cool und das ist gut ausgedacht und so, aber... Oh, die Level sind einfach viel schwerer hier in Welt 7. Teletubby! For the win.